Günstiges Gold, Duriel-Sets, tolle Items und mehr findet ihr auf aoeh.com. Checkt dafür einfach den Link in der Beschreibung und mit dem Code HGS gibt es an der Kasse nachher nochmal 6% extra. Hallo meine Lieben, ich grüße euch mal wieder. Heute bin ich wieder in Dencha. Heute wollen wir über meine Zauberin reden und zwar über meine Eiszauberin. Das Ganze ist ein Upgrade-Video zum letzten. Ich habe schon einen Guide über diesen Charakter gemacht, den habe ich auch relativ ausführlich gemacht. Und in diesem Video wollen wir einfach mal auf so ein paar Veränderungen noch eingehen, die ich mittlerweile gemacht habe. Und ich muss sagen, der Charakter macht mir immer mehr Spaß. Ich glaube tatsächlich, ich spiele ihn momentan lieber wie mein Barbar. Und das, meine Freunde, hat viel zu sagen, denn ihr wisst, der Barbar ist bei mir wirklich Liebe, aber im Moment ist diese Eiszauberin einfach der Hammer. Und damit sind wir auch bei einem sehr, sehr wichtigen Thema, welches ich ja nur kurz am Rande ansprechen möchte. Für mich ist Diablo 4 noch lange nicht tot. Auch wenn ganz, ganz viele Schlagzeilen gerade im Internet, auch auf YouTube rumgehen, ist Diablo tot. Ich sage nein, Diablo ist für mich absolut nicht tot. Es mag für jeden anders sein. Ich spiele Diablo 4 nach wie vor sehr, sehr gerne und ich lasse mir diesen Spaß auch von niemandem nehmen. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Falls ihr da explizit meine Meinung wissen wollt und detailliert, dann müsst ihr es unter dem Video schreiben. Dann machen wir da ein extra Video zu. Heute wollen wir uns mit diesem hier beschäftigen. Und da kann ich euch gleich sagen, meine Skillung ist die gleiche geblieben wie im letzten Video auch. Die könnt ihr euch im letzten Video angucken. Ich werde euch den Link hier irgendwo mit hinballern. Unter dem Video wird er auf jeden Fall auch mit drin sein. Der Link zu meinem Ice Talk Video. Die Skillung ist genau die gleiche geblieben, also da müssen wir nicht groß drauf eingehen. Was auch gleich geblieben ist, ist das Paragon Board. Das Paragon Board werde ich euch auch unter dem Video nochmal verlinken. Dann seht ihr das da nämlich auch direkt auf einem Angler auf einen Blick. Was sich aber geändert hat, und da wollen wir sehr wohl drauf eingehen, das ist mein Equip. Die Aspekte insbesondere. Ich habe mittlerweile nämlich Unique-Items mit drin, und zwar einmal Tibolds Wille. Ich habe im Moment einen sehr, sehr schwachen Tibolds Wille mit insgesamt nur 20% mehr Schaden. Und das ist der absolute Minimumwert. 40 wäre hier optimal. Ich habe immer 40% mehr Schaden, multiplikativ, solange ich unaufhaltsam bin und 4 Sekunden danach. Wenn ich unaufhaltsam werde, erhalte ich 50 Primärressource. Das ist einfach saustark. Das heißt, jedes Mal, wenn ich unaufhaltsam werde, habe ich automatisch danach wieder fast volles Mana. Also ist ein super Mana-Lieferant. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, unaufhaltsam zu werden. Und jedes Mal, wenn ich unaufhaltsam werde, erhalte ich bis zu 40% multiplikativ mehr Schaden während der gesamten Zeit von Unaufhaltsamkeit plus nochmal 4 Sekunden danach auch. Und dann ist schon wieder fast der nächste Unaufhaltbarkeitseffekt da. Und dann habe ich im Prinzip fast dauerhaft diese 40% erhöhten Schaden multiplikativ. Und dieses plus Mana, 50 Mana, macht die Sache wirklich sehr, sehr cool und dadurch sehr, sehr smooth zum Spielen. Also Tibolds Wille kann ich euch wirklich empfehlen. Allerdings müssen wir dann auch dafür sorgen, dass wir unaufhaltsam werden können. Und das werde ich mit meinem Aspekt auf dem Helm jetzt. Ich habe bei mir auf dem Helm den Aspekt drauf gemacht. Wenn ihr Eisrüstung wirkt, seid ihr unaufhaltsam und erhaltet 3,4 Sekunden. 5 Sekunden wäre hier maximal nochmal 30% erhöhte Rüstung. Das ist auch sehr, sehr stark. Aber ich kann jetzt mit meiner Eisrüstung, wenn ich sie drücke, tatsächlich unaufhaltsam werden. Das ist eine Möglichkeit, wie wir jetzt unaufhaltsam werden. Und dann habe ich noch einen guten Aspekt mit drin, der für unaufhaltsam wieder mit reinspielt und den habe ich hier auf den Schuhen mit drauf. Allerdings auch einen sehr, sehr schwachen Aspekt. Ich habe ihn leider nicht im Besser, habe ihn trotzdem reingenommen, um ihn euch zu zeigen. Und zwar, solange ihr unaufhaltsam seid, sowie in den 4 Sekunden danach, haltet ihr 10%, 25% wäre maximal, höhere Bewegungsgeschwindigkeit. Und das Wichtige daran ist, und ich kann mich frei durch Gegner bewegen. Und das war das eine Unique-Item, was ich euch zeigen wollte, welches sehr, sehr gut in diesen Bild reinpasst. Und dann habe ich noch zwei weitere Unique-Items drin. Und das ist einmal dieser Ring hier, blaue Rose, droppt bei Duriel oder als Random-Drop irgendwo. Wird einem Gegner Schaden zugefügt, besteht eine Chance von bis zu 30%, dass sich ein explodierender Eisstachel bildet, der x Kälteschaden verursacht. Diese Chance verdreifacht sich, wenn der Gegner eingefroren ist. Dadurch, dass unsere Gegner fast immer eingefroren sind, haben wir diese plus verdreifachte Chance auch fast immer da. Und Eisstacheln zusätzlich zu machen, das ist ja genau unsere Quelle, womit wir Schaden machen. Und deswegen passt das optimal. Und damit würde ich euch diesen Unique-Ring hier, die blaue Rose, sehr empfehlen. Der Rest, der hier drauf ist, ist auch sehr, sehr stark, denn wir sehen, kritische Trefferchance wird erhöht. Crit ist ein wichtiges Thema bei uns. 42% Schaden des Typs Eisstachel, sehr, sehr stark, denn wir werden sehr, sehr viele oder wir wirken ja sehr, sehr viele Eisstachel, auch mit diesem Aspekt hier.
Blizzard erzeugt regelmäßig explodierende Eisstaffeln, die X Schaden machen. Das ist unsere Haupt-Damage-Quelle übrigens. Diesen Schaden erhöhen wir jetzt auch durch diesen Ring nochmal ganz gewaltig. Wir erhöhen unsere Glückstrefferchance und Kostenreduktion für Mana haben wir auch nochmal drauf. Also alles sehr, sehr gut, was auf diesem Ring drauf ist. Und deswegen, na, ich will nicht sagen Must-Have-Ring, aber ein sehr, sehr starker Ring. Ich hatte ihn in der letzten Skillung, in der Hauptskillung, habe ich diesen Ring ja auch nicht angehabt. Und ein weiterer guter Ring ist Talrascher Schillernder Reif. Der hat nämlich auch einen sehr schönen Aspekt. Für jede Art von Elementarschaden, die ihr verursacht, erhaltet ihr 4 Sekunden lang bei mir 11% multiplikativ erhöhten Schaden. Verursacht ihr Elementarschaden, werden alle eure Bonis aktualisiert. Wir machen in unserer Skillung 2 verschiedene Arten von Schaden. Wir haben hier unten zwar nur Frostschaden drin, allerdings machen wir auch Feuerschaden und das machen wir mit unserer Verzauberung. Verzauberung Feuerblitz. Also haben wir bis zu 30% multiplikativ mehr Schaden dauerhaft. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum ich diesen Ring trage. Der Ring hat nämlich so auch noch sehr, sehr gute Stats drauf. 25% nicht physischen Schaden, Glückstrefferchance, Ressourcenerzeugung und Abklingzeitenreduktion. Alles Werte, die wir haben wollen. Und das macht diesen Ring dann auch wieder sehr stark und wir sollten diesen Ring auch mittragen. Dann habe ich noch einen weiteren guten Aspekt mit reingemacht. Den habe ich bei mir auf dem Fokus mit drauf gemacht. Solange Tieffrieren aktiv ist, bilden sich im Wirkungsbereich Eisstacheln, die X-Schaden verursachen, wieder Kälteschaden. Eure Eisstacheln haben eine 50%ig größere Explosionsradius, was auch sehr, sehr gut ist. Denn unsere Eisstacheln, wisst ihr ja, sind einmal hier rüber gezogen, unser Hauptschaden. Jetzt über Tieffrieren noch mit und über diesen Ring Blaue Rose auch nochmal. Ja, und das gilt es natürlich irgendwie ordentlich zu pushen und das machen wir mit diesem Aspekt nochmal ordentlich. Und dann habe ich nochmal 2 Aspekte auch wieder geändert. Ihr seht, die Aspekte sind grundlegend anders wie im letzten Video, weil es jetzt einfach die Upgrade-Stufe ist und mit dieser Stufe läuft der ganze Charakter noch wesentlich smarter wie in der letzten Version. Ich habe hier auf den Händen einmal drauf, verursacht 25% multiplikativ mehr Schaden, solange ihr eine aktive Barriere habt. Wir haben fast dauerhaft eine aktive Barriere, deswegen zieht dieser Wert dauerhaft oder fast dauerhaft, sollten wir mitnehmen. Und dann habe ich hier unten nochmal drauf, ihr fügt bewegungsunfähigen, betäubten oder eingefrorenen Gegnern, und eingefroren sind unsere Gegner fast immer, 30% multiplikativ, 35 wäre hier max mehr Schaden zu. Und das war es soweit auch schon. Das sind die großen Änderungen. Also ihr seht, die großen Änderungen sind nicht im Paragon-Board geschehen, die sind auch nicht in der Skillung geschehen, die sind tatsächlich im Equip geschehen, bei den Aspekten insbesondere. Und das ist ein ganz, ganz großes Upgrade im Vergleich zur letzten Skillung, die ich euch präsentiert habe, die ich unter dem Video nochmal verlinken werde. Aber wie gesagt, dieses hier ist wesentlich smarter zu spielen und das empfehle ich euch. Falls ihr keine Lust habt, den letzten Bild euch genauer anzugucken, dann werde ich euch unter diesem Video auch nochmal wieder so ein Bild mit verlinken, wo ich zumindest das komplette Paragon-Board drin habe aus der letzten Skillung und die komplette Skillung, damit ihr es einfach nachskillen könnt. Das Equip und die Aspekte, die seht ihr ja hier und damit sollte das Ganze passen. Das war's mit diesem Video auch schon. Ihr seht, diesmal ist es wirklich ein kurzes Video geworden. Ich wünsche euch noch alles Liebe, alles Gute. Habt weiterhin viel Spaß in der Diablo 4, egal was die anderen sagen. Ich habe da weiterhin meinen Spaß. Übrigens, ich spiele auch Pass of Exile, ja, und ich spiele auch Last Epoch. Trotzdem finde ich, dass Diablo 4 ein sehr gutes Spiel ist. Ich wünsche euch gute Loots und noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.